herzlich willkommen bei der Into Success. Auch dieses Jahr sind wir wieder auf der Microsoft Ignite vertreten in Orlando, wie eigentlich fast jedes Jahr. Und heute sitze ich hier mit Alex. Hallo Alex. Hi, hallo. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Wir befinden uns im zweiten Tag von der Ignite. Gestern begann es mit der Keynote um 9 Uhr Ortszeit. Wie fandest du denn die Keynote gestern? Die Keynote wie jedes Jahr mit Satya Nadella am Anfang. Dieses Jahr muss ich sagen, die Keynote war deutlich besser als die vergangenen Jahre, weil sie viel interaktiver war. Allerdings wurde sie gestreamt. Das bedeutet, wir als Besucher hatten keine Chance, Satya wirklich direkt live zu sehen. Und das hat das Ganze so ein bisschen... Naja, also er war schon hier auf diesem Event, aber er hat in einer Area gedreht, die so quasi hinter uns genau ist, ist hier von Stand zu Stand gegangen und dann hat die neuen Features auch vorgestellt. Und aber wir saßen eben in Sälen und haben das dort verfolgen können. Genau. Hast du Sachen mitgenommen aus der Keynote, wo du sagst, das waren Highlights für mich? Es gab sehr viele Neuerungen, sehr viele News, sehr viel auf einmal auch gebündelt. Was ich mitgenommen habe, sind Power-Apps. Also das Programmieren von Apps wird relativ einfach in der Cloud ermöglicht mittlerweile. Ja. Das war ein großes Thema. User Adoption ist natürlich eines der Key-Themen hier und in diesem Jahr, wo es darum geht, einfach auch die Technik im Unternehmen zu etablieren und auch langfristig die Software zu verwenden. Richtig. Das Schöne auf der Microsoft Ignite ist ja auch, das ist quasi, wir treffen hier die Experten. Wir sind direkt mit den Produktgruppen im Gespräch und nicht nur die Produktgruppen, wir haben auch unsere Kunden dabei und können praktisch unsere Kunden mitnehmen und sagen, hey, was habt ihr gerade für Themen? Lasst uns mit der Produktgruppe zusammensetzen und wie können wir strategisch euch unterstützen, die nächsten Jahre weiterzumachen. Und das ist eins meiner Highlights auf der Microsoft Ignite. Genau, also wir sind wirklich nah an den Experten dran. Man kann das Gespräch suchen, man kriegt die Antworten auch gleich. Zusammen mit den Kunden kann man dann auch noch Feedback abgeben, das finde ich auch ganz cool. Also man hat das Gefühl, man kann die Produkte mitgestalten so ein bisschen und das ist sehr gut, finde ich. Da hast du absolut recht. Alle Neuigkeiten, und das sind eine unfassbare Menge an Neuigkeiten, wir verlinken die unter diesem Video. Microsoft macht das inzwischen viel besser, als wir euch jetzt erzählen könnten, was es alles Neues gibt. Aber es ist wirklich eine Vielzahl von tollen Dingen, auf die wir uns auch freuen. Wir machen die nächsten Tage noch ein paar Interviews mit Partnern, Kunden oder auch Kollegen, die wir aus den letzten Jahren kennen. Seid gespannt und danke fürs Zuschauen. Danke, Alex, für deine Zeit. Danke.